Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gab es das deutsche Fußball-Sommermärchen nur, weil bei der Vergabe auch ein Goldesel eine Rolle spielte? Unsere Tagesthemen. Foulspiel, Bestechungsvorwürfe rund um die WM 2006. Abstiegsangst, Dämpfer für Chinas Wirtschaft und Qualifikation, palästinensischer Judoka bei Olympia. Der Fußball und die FIFA, ein Kommentar von Florian Bauer vom Westdeutschen Rundfunk. Nur, dass wir mal ganz kurz klarstellen, über was wir hier sprechen. Die FIFA, der Weltfußballverband, ist ein im Handelsregister eingetragener Sportverein, der auch die Fußballweltmeisterschaft vergibt, denkt man. Aber die Fußball-Weltmeisterschaft gibt es eigentlich schon seit Jahren nicht mehr. Das Ganze heißt offiziell nämlich FIFA-Weltmeisterschaft. Von Fußball ist da keine Rede. Und damit sind wir beim Thema. Der Fußball, den wir alle so lieben, den wir verfolgen, den wir spielen, seit wir klein sind. Der Fußball hat mit der FIFA nichts zu tun. Die FIFA ist ein Laden, mit dem ich nichts zu tun haben möchte und die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch nicht. Ein Laden, in dem Korruption offensichtlich seit Jahrzehnten völlige Normalität zu sein scheint, in dem der Präsident zugibt, von Schmiergeld gewusst zu haben und nichts dagegen unternommen hat. Ein Laden, in dem es wohl kaum eine Wahl gab, die nicht irgendwie den Zusatz Skandal erfahren hat. Die Vergabe der WM 2006 nach Deutschland ist da keine Ausnahme, aber das wissen wir schon lange und Sepp Blatter auch. Knapp 1,3 Milliarden US-Dollar hat die FIFA im Jahre 2010 umgesetzt. 1,3 Milliarden, das ist für einen Sportverein schon nicht so schlecht. Kein Wunder also, wenn Korruption drinsteckt, wo Fußballverband draufsteht, wenn gerade mal 24 Exekutivkomiteemitglieder über das, neben den Olympischen Spielen, lukrativste Sportereignis des Planeten entscheiden, dazu ein Präsident, der vor allem sein Königreich behalten will. Was die FIFA und was der Fußball brauchen, ist ein neues Verfahren für die WM-Vergaben, ist eine komplette Aufarbeitung der vergangenen Skandale, ist das Ausmisten aller belasteter Personen und ist deshalb selbstverständlich der Rücktritt von Sepp Blatter. Wenn der sagt, er könne nicht zurücktreten, er sei ja gewählt vom FIFA-Kongress, dann soll er mal nach Deutschland schauen. Hier treten Bundespräsidenten zurück, wenn sie noch nicht ganz vergessen haben, was Moral ist. Florian Bauer kommentierte. Auf der Liste der weltweit gesuchten Kriegsverbrecher steht dieser Mann ganz oben. Der Ungar Laszlo Csotary soll an der Deportation tausender Juden beteiligt gewesen sein, konnte nach dem Krieg aber untertauchen und wurde nun nach 67 Jahren aufgespürt. Reportern der britischen Boulevardzeitung Sun gelang es, dieses Bild zu machen, als Csotary die Tür seiner Budapester Wohnung für einen Moment öffnete. Wieso konnte Csotary in Ungarn unbehelligt leben? Und wird dem heute 97-Jährigen nun der Prozess gemacht? Nicht wenige bezweifeln das. Zu oft schon sei die Regierung Orbán wegen ihrer antisemitischen Töne aufgefallen. Susanne Glas berichtet. Es ist ein rührend hilfloser Protest. Sie haben sich spontan im Internet verabredet, weil sie empört sind, dass hier ein mutmaßlicher Nazi-Kriegsverbrecher so lange unbehelligt leben konnte. Aber dann herrscht Verwirrung. Dies ist das falsche Haus. Es war zwar heute in vielen Medien zu sehen, ist aber offenbar der Wohnort von Laszlo Csotarys Tochter. Einige Straßenzüge weiter, das richtige Haus, in dem der 97-Jährige vor kurzem von Reportern der Sun aufgespürt worden ist. In Unterhosen habe er die Tür geöffnet, heißt es in dem Artikel, und erklärt, verschwinden Sie, ich habe nichts gemacht. Laszlo Csotary, vor rund 70 Jahren soll er als Polizeichef von Košice im ungarisch besetzten Teil der heutigen Slowakei für die Deportation von fast 16.000 Juden verantwortlich gewesen sein. Heute bleibt seine Tür verschlossen, die Wohnung ausgestorben. Auch zuvor im Haus seiner Tochter hatte niemand geöffnet. Wir haben ihm eine symbolische Botschaft hinterlassen, stellvertretend für die Ungarn, die sich wünschen, dass unsere Behörden endlich reagieren. Meine ganze Familie hat unter solchen Leuten gelitten. Ich habe so viele verloren. Und das Schlimme ist, ich glaube nicht, dass unsere rechtspopulistische Regierung etwas gegen diesen Mann unternehmen wird.
Zu dieser Einschätzung war auch das Simon Wiesenthal Center in Israel gekommen. Dessen Direktor hatte von einem Informanten den entscheidenden Hinweis auf den genauen Aufenthaltsort von Chattery erhalten und den schon im September 2011 den Behörden in Budapest mitgeteilt. Schauen Sie, ich habe die insgesamt zweimal kontaktiert und um Untersuchung gebeten, aber es war ja nicht gerade so, dass die mir hier die Bude eingerannt hätten mit immer neuen Zeugen oder so, im Gegenteil. Deshalb, so Zuroff, musste er an die Medien gehen, denn Chattery entzieht sich schon zu lange der Justiz. 1948 in der damaligen Tschechoslowakei in Abwesenheit zum Tode verurteilt, lebte er jahrzehntelang unentdeckt in Kanada, die letzten Jahre dann unbehelligt in Budapest. Nicht ausgeschlossen, dass er auch vorerst nicht behelligt wird. Die ungarische Staatsanwaltschaft teilte mit, der Sun-Artikel beinhalte keine neuen Informationen. Die Ermittlungen seien schwierig, weil die Vorgänge sehr lange zurückliegen und sich auf dem Territorium eines anderen Staates abgespielt haben. Mit ihrem spontanen Protest wollten sie heute darauf hinweisen, dass die Zeit abläuft, um den 97-Jährigen zur Verantwortung zu ziehen, aber auch für die ungarische Regierung ihre Entschlossenheit dazu zu beweisen. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Annan, ist heute nach Russland gereist, um mit dem Verbündeten des syrischen Regimes über Wege aus dem Konflikt zu beraten. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder. Am Abend traf Annan mit dem russischen Außenminister Lavrov zusammen. In dem Gespräch sollte es unter anderem darum gehen, unter welchen Bedingungen die UN-Beobachtermission in Syrien verlängert werden könnte. Knapp 1,5 Jahre nach Beginn des Syrien-Konflikts weiten sich die Kämpfe zunehmend auch auf die Hauptstadt Damaskus aus. Augenzeugen berichten von heftigen Gefechten. Damaskus heute. In den Vororten sollen seit Tagen Leichen auf den Straßen liegen, die wegen heftiger Kämpfe nicht geborgen werden können. Moskau am Abend. Der Syrien-Sondergesandte der UN, Kofi Annan, will die Russen endlich zu einem härteren Vorgehen gegen das syrische Regime bewegen. Doch schon Stunden vorher hat der russische Außenminister in einer Pressekonferenz seine roten Linien markiert. Dem Westen wirft er vor, über die UN-Charta einen Weg für einen militärischen Eingriff in Syrien suchen zu wollen. Uns wird gesagt, wenn Russland der Resolution nach der UN-Charta nicht zustimmt, dann wird die UN-Beobachtermission nicht verlängert. Leider hört sich so etwas für uns nach Erpressung an. So einen Ansatz halte ich für kontraproduktiv und gefährlich. Trotz der Eskalation der Gewalt in Damaskus glaubt Moskau, dass der syrische Präsident nach wie vor viel Unterstützung im Volk genießt. Beide Seiten, Regierung und Opposition, sollten die Waffen niederlegen. Das Bundesverfassungsgericht will seine Entscheidung zum dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM und zum Fiskalpakt am 12. September verkünden. Damit nimmt sich Karlsruhe für das Eilverfahren mehr Zeit als die üblichen 3 bis 4 Wochen. Als Grund nannte eine Gerichtssprecherin eine eingehendere Rechtsprüfung. Fast 2 Jahre nach der Übernahme durch den Investor Berggruen plant der Warenhauskonzern Karstadt den Abbau von 2000 Stellen. Das teilte das Unternehmen am Abend in Essen mit. Die Maßnahmen seien schmerzhaft, aber notwendig, so Karstadt-Chef Jennings. Der Abbau solle bis 2014 so sozialverträglich wie möglich erfolgen. Die Börsendaten. Der DAX ging mit 6.566 Punkten aus dem Handel. Der Dow Jones Index lag am Abend bei 12.727 Zählern. Heute veröffentlichte der Internationale Währungsfonds seine Prognosen für die Weltwirtschaft. Zu den Details Markus Gürne. Dem Internationalen Währungsfonds zufolge wird die Weltwirtschaft 2012 langsamer wachsen als bisher angenommen. Risikofaktor Nummer 1 bleibt die Krise in der Eurozone. Die 17 Staaten der Euro-Gemeinschaftswährung liegen unverändert bei einem Minus von 0,3%. Deutschland dagegen sehen die Experten des IWF nach wie vor als Wachstumslokomotive. Demzufolge soll die Wirtschaft in der Bundesrepublik dieses Jahr um 1% statt wie bisher angenommen um 0,6% wachsen. Demgegenübergestellt klingt das Wachstum Chinas märchenhaft. Es lag im zweiten Quartal eigenen Angaben zufolge bei 7,6%. Für die Regierung in Peking sind diese Zahlen aber alarmierend und alles andere als gut. Tja, und das muss man einem Europäer erst einmal erklären. Denn während wir von 7,6% Wachstum nur träumen können, löst diese Zahl bei den Chinesen schon Angstzustände aus. Denn Chinas Wirtschaftswachstum hat sich binnen 5 Jahren fast halbiert.
lag es 2007 noch bei 14,2%, ist es jetzt auf eben diese 7,6% gerutscht und damit unter die magische Grenze von 8%. In China nennt man diese bevorzugten 8% eine Fahrradfahrkonjunktur mit der besten ökonomischen Geschwindigkeit. Fährt man mit dem Fahrrad zu schnell, könnte man die Kontrolle verlieren. Fällt man zu langsam, fällt man um. Nun kursiert die Panik vor dem Sturz. Daniel Sattra berichtet. So sieht die Realität aus in China. Bauboom aller Orten. Ein Riesenreich wächst, auch architektonisch. Mit voller Kraft scheint es voranzugehen. Doch auch so sieht oft Chinas Realität aus. Baustopp. Was einmal Asiens größter Vergnügungspark an Pekings Stadtrand werden sollte, ist nun Ruine. Ödes Land und verbranntes Kapital in Immobilien. Hochgezogen und dann doch nicht gebraucht. Das viele Geld in der Immobilienwirtschaft für viele Ökonomen der wichtigste Grund für Chinas Konjunkturprobleme. Dass Chinas Wirtschaftswachstum jetzt unter 8% bleibt, löst hierbei vielen Sorge aus. Dieses Schrumpfen kann das Vertrauen der Finanzmärkte und das der Menschen im Land erschüttern. Auf Sparflamme auch der Export. Waren wie solche Duschvorhänge verkaufen sich seit der Euro-Krise allenfalls schleppend. Denn Chinas Exportwachstum lag im ersten Halbjahr nur noch bei 9%. Im Vorjahreszeitraum war es noch mehr als doppelt so groß. Ausgebremst auch die Landbevölkerung. Bäuerin Chen Yinhong geht es wie vielen hier. Ihre kleinen Erträge reichen kaum aus, um etwas zu sparen oder gar ihren kleinen Betrieb zu erweitern. Das Geld für den neuen Anbau hier musste sie sich bei Verwandten zusammenleihen. Für uns Bauern ist es fast unmöglich, Bankkredite zu bekommen. Man muss bei mehreren Behörden Anträge stellen. Das alles kann Monate dauern. Dann sind viele gute Geschäftsmöglichkeiten ja längst wieder verstrichen. Auch für viele Ökonomen ein Fehler im System. Statt private Kleinbetriebe und Mittelstand bezuschusst der Staat lieber die Großen. Die großen Staatsbetriebe, oft Schwerindustrie, werden bei Bankkrediten und Verkauf von Land bevorzugt. Private Betriebe hingegen werden oft links liegen gelassen, obwohl sie der wahre Wirtschaftsmotor wären. Chinas Staatsbanken und ihre Vorliebe bei Krediten für große Staatsbetriebe, ein Hemmschuh für alle Kleinen. Und noch ein echtes Konjunkturhemmnis. Branchen wie die Solarindustrie, mit denen China den Weltmarkt anführt, mangelt es an Innovationskraft. China hat gelernt, nachzuahmen und besser zu werden. Aber immer noch nicht in dem Maß, dass es kreativ und innovativ geworden wäre. Hier muss Chinas Wirtschaft weiter aufholen, um wirklich eigene Spitzenprodukte zu entwickeln. Damit das Wachstum wieder Fahrt aufnimmt, müssen Chinas Machthaber mehr Willen aufbringen, die Wirtschaft wirklich umzubauen, meinen Experten. Chinas Wirtschaft hat großes Potenzial, aber sie wird künftig völlig anders aussehen als heute. Zumindest wenn Chinas Machthaber nicht nur an Wachstumsziele denken, sondern dringend nötige Anpassungen erlauben. Also vor allem die kleinen und mittleren Betriebe fördern, erst dann könne die Wirtschaft nachhaltig Schwung aufnehmen. Eine große Baustelle für Pekings Chefökonomen. Nun wollen auch deutsche Firmen an China verdienen und haben auch schon gut verdient. Doch mit der Sorge um den Euro überlegen sich auch immer mehr deutsche Firmen, ob sie ihr Geld in ein Land geben, in dem sie sich nicht immer gut behandelt fühlen. Nach einer aktuellen Studie erwägen 22% der in China angesiedelten europäischen Firmen abzuwandern und schielen aus dem Reich der Mitte schon mal in andere Richtungen. Über Risiken, aber auch über Chancen für die traditionell zahlreichen deutschen Firmen in China berichtet Kirsten Rolf. China, boomend, billig, ein Markt der Möglichkeiten für deutsche Firmen. So kennt Rolf Breidenbach das Land seit 20 Jahren. Seine Firma, Heller aus Lippstadt, baut Scheinwerfer für Autos. Einen Großteil des Gewinns erwirtschaften die 7 chinesischen Standorte. Von der stockenden chinesischen Wirtschaft will Breidenbach deshalb lieber nichts hören. Heller investiert gerade Millionen in Shanghai. Wenn es eine gewisse Abschwächung der Entwicklung gibt, ist das für die Gesamtentwicklung der Heller nicht so relevant. Wenn es natürlich zu einem dramatischen Einbruch
in China kommen wird, hätte das auch entsprechende Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung der Hella. Leicht hatten es ausländische Firmen wie Hella in China noch nie. Wer investiert, muss sich an eine chinesische Partnerfirma binden, sagt die Regierung. Lukrative Wirtschaftszweige wie Telekommunikation sind ganz tabu. Abgeschreckt hat das fast niemanden. Jetzt allerdings dreht sich die Stimmung. Billigproduktion, das war einmal. Die Löhne steigen ständig. Und macht eine ausländische Firma einer chinesischen jetzt zu starke Konkurrenz, muss sie schlimmstenfalls sogar das Land verlassen. Fast ein Viertel der europäischen Unternehmen geben deshalb an, dass sie in Zukunft außerhalb von China wachsen und investieren wollen. Viele Orte in Südostasien und Südamerika könnten China schon bald als Boomländer ablösen. Ein Problem, und das besprechen Chinesen gerne beim Essen. Wang Ying ist extra nach Düsseldorf gekommen. Sie soll für Chinas Regierung gezielt deutsche Firmen anwerben. Walter Schuhn ist da eigentlich ein guter Ansprechpartner. Er betreut Deutsche, die ins China-Geschäft einsteigen wollen. Vorbehaltlos will er ihnen allerdings nicht mehr zum Investieren raten. Bisher war das Wachstum ja nahezu zweistellig und jetzt ein abschwächendes Wachstum bedeutet, habe ich da noch den Absatzmarkt. Die nächste Sorge ist dann noch die Nachfrage für meine Produkte da. Aber ohne deutsches Investment, meint Wang Ying, könne die chinesische Wirtschaft dauerhaft stagnieren. Wir brauchen mehr ausländische Kapital, Know-how und mehr Arbeitsplätze für Chinesen. Krise. Dafür kennt das Chinesische gleich mehrere Wörter. Wenn Wang Ying den Deutschen von der Wirtschaft daheim berichtet, sagt sie Weiji. Übersetzt bedeutet das Zeit der Veränderung. Das Land China bläst weltweit am meisten Kohlendioxid in die Luft. Das Gas gilt als Klimakiller und ist verantwortlich dafür, dass die Durchschnittstemperatur auf der Welt stetig steigt. Wenn China sagt, der Umweltschutz sei wichtig, dann ist das für viele Umweltpolitiker schon ein Schritt in die richtige Richtung. Nur, es blieb auf den zahlreichen Umweltgipfeln in der jüngsten Vergangenheit meist bei wortgewaltigen Ankündigungen. 20 Jahre nach der bedeutenden Konferenz im brasilianischen Rio de Janeiro spielen die Klimaziele in der Praxis oft keine Rolle mehr. Ob bei den Vorbereitungen für den neuen Gipfel ein neuer Umweltminister auch neue Hoffnungen wecken kann, fragt sich Arndt Henze. Er sei ja noch ein Grünschnabel auf der internationalen Klimaschutzbühne, kokettiert der neue Umweltminister. Aber in Grünschnabel stecke ja immerhin das Wort Grün. Vielleicht hilft es Peter Altmaier, noch nicht von den vielen erfolglosen Konferenzen zermürbt zu sein. Unbekümmert fordert er die 35 Minister aus aller Welt auf, ihre vorbereiteten Sprechzettel in der Tasche zu lassen. Es brauche neue Ideen, um das große Ziel, den Anstieg der Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, doch noch erreichen zu können. Da macht auch der kleine Versprecher nichts, der aus 2 Grad mal eben 2% werden lässt. Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, die 2% Klimaanstieg. Wir alle wissen, dass wir die nur erreichen können, wenn sehr viel geschieht. Die bisherigen Verpflichtungen reichen dazu nicht aus. Auch die Kanzlerin drängt auf einen verbindlichen rechtlichen Rahmen und mahnt eindringlich, dass alle bisherigen Anstrengungen den Klimawandel nicht aufhalten könnten. Wie gerne hätte sie wohl die Energiewende in Deutschland als Erfolgsgeschichte gefeiert, muss dann aber doch tief in die Niederung ihrer Koalitionspolitik absteigen und einräumen, dass mit der Energiewende in Deutschland nicht alles rund läuft. Also Sie dürfen nicht denken, bei uns geht das alles ohne Konflikte zu. Da ist es genauso kontrovers wie in vielen Ihrer Länder zwischen den Vorstellungen eines Wirtschaftsministers und den Vorstellungen eines Umweltministers. Und die Bundeskanzlerin muss dann gucken, dass vernünftige Einigungen daraus kommen. Das ist halt mal die Sache. Derweil lobt ihr Umweltminister die Chinesen, von denen er ermutigende Signale gehört haben will, und umwirbt den katarischen Vizepremier, der die nächste Verhandlungsrunde Ende November in Doha leiten wird und vor Selbstbewusstsein strotzt. Katar gehört zur Weltspitze beim Umweltschutz. Wir arbeiten mit modernsten Technologien. Wir sind heute weltweit führend in Sachen Umwelt. Da reibt sich mancher verwundert die Augen, denn kein Land hat einen höheren Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 als das Ölemirat am Golf. Und dann will das Wüstenland auch noch die Fußball-WM ausrichten und dafür riesige Stadien auf 20 Grad abkühlen. Trotzdem, sagen Klimaschützer, bietet es aber auch Chancen, die reichen Golfstaaten einzubinden. Wer denn, wenn nicht ein OPEC-Land, wäre in der Lage, den Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft durchzuführen? Die Idee ist, dass man die fossilen Ressourcen, die wir heute noch haben und in diesen Ländern natürlich besonders reichlich vorhanden sind, dass wir sie nutzen, um die Überwindung
des Kohlenstoffzeitalters einzuleiten. Ein Scheitern in Doha darf es nicht geben. Dafür will Peter Altmaier bis morgen die Weichen stellen. Denn eines möchte der selbsternannte Grünschnabel bestimmt nicht lernen, wie man gescheiterte Konferenzen anschließend als Erfolg verkauft. Thank you, vielen Dank. In Tokio haben mehr als 100.000 Menschen gegen die Rückkehr Japans zur Atomkraft protestiert. Noch einmal Thorsten Schröder. Anlass für die Proteste waren die Pläne der Regierung des Landes, gut ein Jahr nach dem Unglück in Fukushima, noch in dieser Woche einen zweiten Reaktor wieder ans Netz zu bringen. Bereits vor einer Woche wurde der erste Reaktor nach der Atomkatastrophe wieder in Betrieb genommen. Vor einem Jahr waren alle Meiler abgeschaltet worden. US-Außenministerin Clinton hat in Jerusalem mit dem israelischen Premierminister Netanyahu über die Veränderungen in Ägypten gesprochen. Vor einem gemeinsamen Abendessen betonte Netanyahu, dass der Friedensvertrag mit dem Nachbarland auch nach dem Machtwechsel von großer Bedeutung sei. Israel und die USA müssten angesichts der Umwälzungen in der arabischen Welt eng zusammenstehen, so Clinton. Weitere Themen waren der Atomstreit mit Iran und der festgefahrene Nahostfriedensprozess. In Nordkorea hat die Führung des Landes überraschend Armeechef Ri Yong-ho von allen Ämtern entbunden. In einer kurzen Mitteilung in den Staatsmedien hieß es, er sei aus gesundheitlichen Gründen entlassen worden. Beobachter gehen aber davon aus, dass der neue Staatschef Kim Jong-un seinen Machtapparat umbaut. Der Armeechef galt als enger Vertrauter seines verstorbenen Vaters und Vorgängers Kim Jong-il. Erstmals in der Geschichte der Afrikanischen Union ist eine Frau an die Spitze gewählt worden. Die südafrikanische Innenministerin Dlamini Zuma setzte sich in Addis Abeba in einem Machtkampf gegen den bisherigen Amtsinhaber Ping aus Gabun durch. Sie sieht ihren Sieg als Zeichen für die Emanzipation der Frauen in Afrika. Der britische Musiker John Lord ist tot. Der frühere Keyboarder der Rockband Deep Purple starb im Alter von 71 Jahren in London, wie auf der offiziellen Webseite Lords mitgeteilt wurde. Das Gründungsmitglied der Band litt seit längerem an Krebs. Als der Baron Pierre de Coubertin Ende des 19. Jahrhunderts die Olympischen Spiele wiederbeleben wollte, da war eines seiner Motive, die Jugend der Welt sollte sich bei sportlichen Wettkämpfen messen und sich nicht auf Schlachtfeldern gegenseitig töten. Immer wieder wird dieser olympische Gedanke des fairen, friedlichen Wettstreits seitdem betont. In 11 Tagen beginnen in London die nächsten Spiele und wieder werden dort auch Sportler dabei sein, in deren Alltag es oft alles andere als friedlich zugeht. Einer von ihnen ist ein Judoka aus Palästina. Während 4 seiner Landsleute in London mit einer Extraeinladung, einer sogenannten Wildcard, starten, hat sich dieser Judomann in internationalen Wettkämpfen qualifiziert. Markus Rosch hat ihn getroffen. Direkt neben einem von religiösen Israelis gekauften Haus mitten in der muslimischen Altstadt liegt der kleine Laden von Maher Aburmeil. Maher versucht, mit dem Verkauf von Kleidung über die Runden zu kommen, ein Knochenjob. Doch in diesen Tagen ist alles anders. Oft kommen Leute in den Laden, um Maher spontan zu gratulieren und ihn zu umarmen. Denn Maher hat sich für Olympia qualifiziert, als erster Palästinenser überhaupt. Und der Jerusalemer Judoka darf bei der Eröffnungsfeier in London die palästinensische Fahne tragen. Seit 1996 nimmt Palästina an Olympia teil, mit Gewichthebern und Schwimmern. Doch ich bin der Erste, der sich direkt qualifiziert hat und keine Wildcard bekommen hat. Alle sind hier so stolz. Die Erwartungen sind hoch, bei den Jungen wie bei den Alten. Am 30. Juli ist der Kampftag. Maher startet im Leichtgewicht. Dann werden in der Altstadt die Läden dicht gemacht. Alle wollen ihr Idol anfeuern. Er muss erfolgreich sein. Er wird eine Medaille heimbringen, mindestens die bronzene. Ich bin richtig stolz. Er ist mein Nachbar und mein Coach. Ich liebe ihn. Zeit zum Training bleibt aber kaum. Nur in der Früh und am Abend. Dann übergibt Maher den Laden an seinen Bruder und macht sich auf den Weg. Zu Fuß bei etwa 40 Grad. Es sind mehr als 2 Kilometer zum Al-Quds Trainingsclub, der vor den Stadtmauern liegt. Hier trainiert Maher seit seiner Kindheit. Sein erster Trainer war sein Vater. Seitdem hat sich wenig verändert. Es gibt keine Umkleide, der Trainingsraum wird auch für Hochzeiten genutzt und eine Klimaanlage gibt es schon gar nicht. Vor allem die palästinensischen Jugendlichen eifern hier ihrem Idol nach, wollen so werden wie er.
Alle kommen gerade zum Judo. Sie sind richtig motiviert und wollen Erfolg haben, wie ich. Und die Jungen fragen mich schon, ob sie mit auf Wettkämpfe mitkommen können. Doch jetzt erstmal Olympia. Darauf ist das ganze Training hier ausgerichtet. Die letzte Technikschulung. In London geht es für Maher auch gegen die starken deutschen Judo kaum alles. Die erhoffte Medaille würden ihm, dem Amateur, auch helfen, etwas Geld zu verdienen. Ja, das Sommerwetter ist derzeit meist weder eine Medaille noch einen Taler wert, aber Carsten Schwanke macht uns gleich ein bisschen Hoffnung. Das Nachtmagazin mit Susanne Stichler meldet sich um 0.20 Uhr und ich empfehle Ihnen im Anschluss die Dokumentation im Netz von Salafisten, wie radikale Muslime junge Menschen verführen. Bis morgen.